Grundlagenforschung ist Forschung, bei der man noch nicht weiß, was am Ende rauskommen wird. Man braucht halt, gerade wenn man was in die Klinik bringen will, braucht man auch einen langen Atem. Wir sind sozusagen dann die Brücke zu den Investoren, auch der Übersetzer einer Innovation. Das gibt eben nicht sofort ganz viel Geld zurück, sondern man muss ein Stück irgendwie aus Leidenschaft, aus eigenen Ressourcen einbringen. Wir hatten natürlich zunächst im Hinterkopf, Lebererkrankungen therapieren zu können. Warum es jetzt die MS geworden ist, liegt daran, dass wir halt festgestellt haben, dass man die Leber nutzen kann, Immunantworten auch außerhalb der Leber zu beeinflussen. In der MS gibt es eine pathogene Immunantwort des Immunsystems gegen körpereigene Bestandteile. Man kennt die Antigene, mit denen man diese krankmachende Immunantwort auslösen kann. Und die kann man halt beeinflussen dadurch, dass man dieses Antigen gezielt in die Leber bringt. Und wenn dieses Antigen in diesen Leberzellen ist, kann diese Leberzellen die Immunantwort ganz spezifisch gegen dieses Antigen runterregulieren. Und wir bekommen dieses Antigen gezielt in diese Leberzellen rein mit Hilfe der Nanopartikel, die wir hier gefunden haben, und können so also den ganzen Vorgang beeinflussen. Nanopartikel sind schon in sehr vielen verschiedenen Sonnenmilch und anderen Produkten vorhanden. Was passiert eigentlich mit denen im Körper und sind die eigentlich giftig? Das war mal so eine Ursprungsfrage, die wir hatten. Wie verhalten sich diese Nanopartikel im Körper? Und da haben wir halt herausgefunden, dass die eben in spezielle Leberzellen aufgenommen werden. Und mussten dann natürlich auch noch diese Antigene aufbringen auf diese Nanopartikel. Das musste man dann mit chemischen und biochemischen Methoden machen und haben dann letztendlich geschaut, ob wir dort auch einen therapeutischen Effekt erzielen können. Und das hat dann irgendwie in Zusammenarbeit funktioniert. Im Mausmodell ist es getestet worden. Es ist auch schon mal an Schweinen getestet worden, ohne dass es Toxizität gegeben hätte. Dann entstand die Idee, zu versuchen, das zu Menschen zu tragen. Was natürlich viel komplizierter ist, was aber gerade weil Toleranzinduktion, also wieder diese dem Immunsystem neu beizubringen, dass das alles zum Körper dazugehört und bitteschön nicht attackiert wird, ganz faszinierendes Therapiekonzept ist für diese sogenannten Hautimmunkrankheiten. Und dann geht man in die sogenannten Phase-1-Studien, die meistens bei Gesunden die Verträglichkeit von der Substanz prüfen, gar nicht mal, ob es wirkt. Und dann kommt man zur Phase 2, wo man in kleinen Gruppen von Patienten, oft schon auch mit einer Kontrollgruppe, also eine Gruppe kriegt ein Medikament und die andere ein altes Medikament oder ein Scheinmedikament, guckt, gibt es erste Hinweise für eine Wirksamkeit, um dann in der sogenannten Phase 3-Studie die Wirksamkeit zu belegen. Das waren wirklich spektakuläre oder sind immer noch spektakuläre Daten an dem ersten Tiermodell, wo wir das zeigen oder gesehen haben. Und auf der Basis sind auch wir angesprungen als Manager und Vermittler, um das nach vorne zu tragen. Also die Innovation in ein vermarktungsfähiges Produkt zu überführen, das heißt die Produkte entwickeln, zunächst einmal präklinisch und klinisch, möglicherweise später auch zusammen mit einer Pharma-Company, um am Ende des Tages ein Medikament zu entwickeln, das Toleranz erzeugt. Die Entwicklung aus dem Labor, bis eine Substanz dann zugelassen ist, dauert ja gerne mal 20 Jahre oder 10, 15 Jahre mindestens. Das ist ein Riesenproblem, dass dieser Prozess der Translation, wie er eben heißt, so wahnsinnig langsam ist. Es muss vernünftig entwickelt werden. Es nützt nichts zu hetzen und dann Fehler gerade bei den Zulassungen zu begehen. Ja, das könnte das ganze Projekt gefährden. Aber natürlich sind Sie auch verantwortlich für die Leute, die hier siebenstellige Beträge abliefern. Die Idee muss schon gut sein und dass wir davon so viele haben überzeugen können, denke ich, ist auch schon allein interessant. Aber natürlich wird es erst richtig interessant, wenn wir dann wirklich
in die Klinik kommen damit. Das ist schon spannend, das jetzt zu sehen, dass das wirklich den Weg Richtung Klinik geht. Das macht man nicht jeden Tag, so eine Erfindung oder eine Entdeckung. Aber deswegen, das ist schon richtig gut. Nur noch sind wir nicht da.